So, herzlich willkommen zum weiteren Update der Community Watchlist. Wir gehen weiter mit Siona und machen mal das Gleiche wie immer. Wir schauen uns zunächst mal an, wo aktuell die Korrekturzonen liegen. Gehen wir direkt rein und schauen mal hier, was so passiert ist in der Vergangenheit. Wir haben hier eine interessante Zone, die wir auch gerade wieder anlaufen. Die sehen wir hier schon. Durch das Öfteren wurde dieser Bereich angelaufen. Von daher ist er für uns auch in der Zukunft wieder relevant. Wir haben hier ein All-Time-Low gebildet. Das können wir auch gerne einfach mal hier All-Time-Low beschreiben. Und hier haben wir das All-Time-High, das haben wir gebrochen. Wir haben ein neues High ausgebildet. Jetzt leider das Ganze noch nicht so schnell durchlaufen, beziehungsweise impulsiv, dass wir hier dann auch einen weiteren Aufwärtstrend gefunden haben oder vorgefunden haben. Das heißt, hier hat die Kaufkraft nicht ausgereicht, um ein neues High auszuprägen. Wie man hier sieht, aber eine sehr schöne impulsive Aufwärtsbewegung. Das hat sehr gut hier funktioniert. Von daher ist da auf jeden Fall die Energie, sage ich mal, drin. Prinzipiell auch vom Kaufverhalten. Und wir haben lediglich die Aufwärtsbewegung korrigiert im Moment. Das ist soweit auch legitim und sollte auch passieren. Also hier sollte man nicht zurückschrecken, nur weil eine Korrektur eintritt. Das ist nach so einem Anstieg sehr gesund. Jetzt ist eben die Frage, wie es weitergeht. Und da können wir uns leider jetzt mit dem vorhandenen Chart jetzt nicht wirklich viel überlegen. Wir können nur die eine Aufwärtsbewegung nehmen. Wir können uns hier noch die Zonen anschauen. Die haben wir jetzt gefunden fürs Erste. Aber natürlich nicht wirklich aussagekräftig, sondern es ist dann eine Annahme, dass es so weitergehen könnte. Dazu kommt jetzt, dass wir hier eben kein neues High gebildet haben. Das wäre schön, wenn wir hier nochmal einen aufsteigenden oder beziehungsweise ein neues High bilden, ausprägen würden. Das wäre schön gewesen. Im Moment sind wir jetzt hier untergeordnet, wenn wir das einfach weiter durchziehen hier die Analyse, dann haben wir hier eine übergeordnete Korrektur und eine untergeordnete, die jetzt aber auch schon gebrochen ist. Wenn wir uns das mal mit dem mit diesem Korrekturlevel der Abwärtsbewegung anschauen, befinden wir uns hier am 78er, da haben wir die Reaktion gesehen. Das heißt, es könnte genauso auch in die Abwärtsspirale gehen. Das ist auch jetzt aufgrund dieser letzten Bewegung legitim. Das kann man einfach mal auf dem Schirm haben, dass wir hier auch die Gegenkorrektur vorfinden und eventuell auch hier einen Downtrend sehen könnten. Was ich jetzt nicht prinzipiell annehmen würde, weil ich respektiere sowas auch nicht. Also ich bin eher immer bullish orientiert, je nachdem eben auf längere Sicht, aber ich würde nicht gegen den Markt rangehen. Von daher bin ich da allgemein bullish, wenn ich natürlich ein Unternehmen für mich rausgesucht habe. Und für mich sind eher bullische Szenarien relevant. Trotzdem muss man gerade bei solchen gering historischen Chartverläufen ein bisschen schauen, was und abwägen, wie stehen meine Chancen. Wir können jetzt, wenn wir jetzt beispielsweise hier den Widerstand nutzen und sagen, okay, wir haben eine untergeordnete Bewegung, wir haben kein neues Low gebildet, aktuell zumindest nicht, also wir sind hier drüber und sehen das dann als mögliches Korrekturlevel mit der untergeordneten Bewegung, dann haben wir immer noch hier oben das Ziellevel aus der aktuellen Sicht natürlich. Das muss ich jetzt mit einer anderen Farbe machen. Und würden jetzt dann hier das
Ziellevel in dieser Form hier beschreiben, dass wir hier eine Korrektur gesehen haben, die leider etwas größer korrigiert hat, als erhofft, sage ich mal, oder auch wir uns wünschen, dass die Reaktion vorher eintritt. Aber mit der Kombination mit dem Widerstand, den wir hier gesehen haben oder ausgemacht haben, ist es trotzdem noch legitim, wenn er auch hier jetzt dann die Reaktion zeigt. Und das würde ja auch ganz gut zu dem allgemeinen Szenario passen, dass wir hier das Ziellevel haben, der übergeordneten, das untergeordnete Ziellevel. Und wenn eine Reaktion kommt, dann sind wir ja bereits auch hier schon risikofrei. Wer das nach meinem Vorgehen, nach der Strategie, die ich mir da aufgestellt habe, handelt, dann wäre das das Szenario. Das heißt, selbst wenn wir ja, vielleicht nochmal auch in dem Szenario, beispielsweise wir sehen jetzt hier ein tieferes Tief, würden dann nochmal hochziehen, um einfach hier diesen Downtrend quasi zu respektieren, würden wir immer noch eventuell hier mit dem blauen Auge wegkommen und partizipieren ohne Risiko, aber das ist abzuwägen. Also wenn man hier positiv gestimmt ist, sage ich so, wenn man hier positiv gestimmt ist, dann macht es natürlich Sinn, sich das Ziel hier näher zu betrachten und hier risikofrei rauszugehen und das Ziellevel hier als relevant zu sehen. Auch aus dieser Historie heraus ist das auf jeden Fall ein Ziel, welches erreicht werden kann. Auch die Level hier oben bei 80 Cent. Aber es ist eben spekulativ aufgrund der geringen Historie. Wir haben keine Korrekturlevel mehr hier oder wir haben auch keine Unterstützungszonen mehr. Das ja, ist eben der Fall. Möchte ich hier auf jeden Fall darauf hinweisen, aber charttechnisch kann man hier diese Ziellevel ruhig annehmen aus der aktuellen Sicht. Wir haben noch ein höheres Hoch. Wenn es ein bisschen tiefer geht, dann wird es wahrscheinlich eher ein Downtrend werden. Da muss man dann wieder die Sache neu rangehen. Da kann man natürlich immer noch auch hier die Korrekturzone runterziehen und schauen, so wie hier auch, ob eine Reaktion vor einem neuen All-Time-Low kommt. Aber das Risiko müsste man dann eingehen in dem Fall. Fjordkraft, ja, also hier ist natürlich recht schwierig, eine Aussage zu treffen, weil wir einfach hier gar keinen Verlauf haben, der irgendwie für mich relevant ist. Wenn man in diese Bereiche, die jetzt hier auch häufig in diesen Watchlists angefragt worden sind, wenn man da in solche Bereiche reingehen muss, dann muss man das entsprechende Risiko auch mitnehmen. Und ja, man kann jetzt hier drauf spekulieren, dass man hier die Reaktion jetzt sieht, weil wir auch hier einfach schon häufig die Zone angelaufen haben und die Reaktion hervorgerufen haben. Das heißt, da könnten jetzt mehrere auch darauf spekulieren, dass da die Reaktion wieder folgt. Aus der Sicht der 100% wäre es eventuell auch möglich, aber das ist einfach auch eine zu hohe Spanne. Also wir müssten ein neues All-Time-High bilden, damit hier die 100% eingefahren werden, und das macht zumindest mit dieser Strategie keinen Sinn. Selbst wenn man es jetzt langfristig sieht, kann das schon auch möglich sein. Man hat es hier gesehen, ja, dass das auch eventuell schneller angelaufen wird, auch dieses Level hier oben, aber würde ich jetzt, glaube ich, nicht eingehen, wenn ich hier ja, lediglich eine Spekulation drauf mache, dass ich hier oben nochmal hinkomme. Da gibt es, glaube ich, aktuell einfach bessere Investments. Vor allem, selbst wenn jetzt hier eine Reaktion kommt, und dann kann man immer noch die Position eröffnen in der Korrektur und kann wenigstens diesen Impuls dann noch mitnehmen und weiß, okay, hier kam eine Reaktion und es kommt jetzt hier nicht zu einem weiteren Verfall. Ja, also wenn man das dann hier so sieht, ja, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weiter noch nach unten gehen. Ja, da würde ich dann eher nochmal den Kurs weiter unten einsammeln, wenn er jetzt hier keine Reaktion gibt.
Also das ist halt abzuwägen. Das würde ich dann genauso jetzt abwägen, wenn ich jetzt da Interesse hätte zu investieren. Dann würde ich das auch für mich so machen oder aber dann auch dementsprechend die Position eröffnen, mit einem kleinen Anteil, der mir dann auch nicht wehtut, eine längere Zeit zu halten. Wenn ich da entsprechende Ziellevel in der Zukunft sehe, dann muss man da auch entsprechend dann den Kurs ignorieren, wenn er nicht direkt reagiert, wie man sich das vorstellt. Ja, das wären so die zwei Szenarien. Ist wenig Möglichkeiten hier etwas zu analysieren. Anders wie bei Siemens, Gamesa, also das erscheint mir sinnvoll hier, zumindest von der charttechnischen Analyse her und dem Hintergrund, dem Background. Langfristig würde ich dann hier eher schon mal den Blick drauf werfen und günstigere Kurse einsammeln, beziehungsweise das natürlich auch wieder mit der Strategie umsetzen. Wir können das uns mal anschauen. Wir hatten hier das All-Time-Low, haben hier ein bisschen Widerstandszonen, die auch dafür Unterstützung sorgen könnten. Aktuell hier auch an einer interessanten Zone. Nebenbei möchte ich hier erwähnen, das haben wir auch schon in der Telegram-Gruppe, habe ich da das entsprechende Update gebracht. Also wer da auch Interesse hat, unter der Woche so meine Updates zu erhalten und Fragen zu stellen oder direkt auch Analysen zu erhalten, zumindest direkt je nach Anfragen, erhält man die auch direkt. Ja, wer da Interesse hat, kann das gerne machen und in Anspruch nehmen, diesen, sage ich mal, Service. Ansonsten hier nochmal zu der Aktie. Wir sind jetzt in der übergeordneten Korrektur. Das heißt, wir haben hier ein neues All-Time-High gebildet. Das ist erstmal auch schönes Zeichen, dass wir hier rausgekommen sind. Und gut, dann jetzt die Reaktion. Wir haben fast das übergeordnete Ziellevel erreicht gehabt von der roten Bewegung. Das heißt, auch das ist alles legitim, dass hier auch mal eine Korrektur kommt, auch wenn jetzt viele aufschreien und ja, alle möglichen News da kommen mit Bilanzen und Rechnungen und keine Ahnung. Interessiert mich recht wenig. Der Chart erzählt mir genug. Zumindest aus dieser Perspektive bestätigt es dann auch immer wieder die Korrekturlevel. Ja, von daher aktuell in der Korrekturzone, ganz normal, kein Problem. Wir haben hier eventuell eine Unterstützungszone, die uns hier ja, den Kurs eventuell auch wieder in Schwung bringen könnte. Ansonsten haben wir auch hier unten nochmal schöne Möglichkeiten, eine Reaktion hervorzurufen. Auch hier in der Mitte nochmal so eine Zone, das zeige ich aber jetzt nicht als Zone ein, sondern als Strich, passt auf jeden Fall. Man weiß ja, um was es geht. Hier wäre auf jeden Fall auch nochmal interessant, falls wir jetzt hier keine Reaktion sehen. Ja, also das wären so die Szenarien hierzu. Wir haben ein schönes Ziellevel, wenn man hier in dem Bereich ja, einen möglichen Einstiegspunkt findet, sagen wir bei 16 Euro. Und dann haben wir hier sogar unter dem All-Time-High eine 100% Position. Wer hier ja in Zukunft da diesen Sektor als interessant bewertet und dann die charttechnisch dazu legt und das langfristig eventuell auch betrachtet, denke ich mal, ist das nicht ganz daneben gegriffen. Ja. Schauen wir weiter. Histogen wurde jetzt öfters mal nachgefragt. Also das ist ein bisschen, ja, wie soll ich das betiteln? Ja, es ist ein Downtrend, also ein Abwärtstrend. Und wir haben jetzt auch hier wieder nicht wirklich etwas, was wir heranziehen können. Also wenn, dann würde ich hier auch gerne so eine Zone haben, die sich auf längere Sicht ausgebreitet hat. Also sage ich mal, damit könnte ich dann arbeiten. Das habe ich zum Beispiel bei IOTA angewendet. Da habe ich dann eine Position eröffnet. Das ging ziemlich lang so. Dann waren wir drüber. Beziehungsweise irgendwann habe ich diesen Punkt abgefangen.
Und dann die Aufwärtsbewegung, die jetzt darauf gefolgt ist, mitgenommen. Aber das ist jetzt hier, ja, das ist nicht zielführend, was ich jetzt hier mache, weil es einfach, man weiß nicht, was jetzt hier unten passiert. Ich würde jetzt hier auch nicht in das Thema hier einsteigen, zumal wir uns ja immer wieder hier in diesen Daumenbewegungen befinden. Auch hier hätte man spekulieren können, dass es dann wieder hochgeht. Was ist passiert? Ist weiter runtergegangen. Hier kein neues High gebildet. Also das Szenario erscheint mir als interessanter als alles andere. Wir haben hier auch ein neues Low gebildet. Von daher würde ich da jetzt erstmal nichts machen. Beziehungsweise erstmal abwarten, was hier passiert. Ja, also da haben wir auch noch ziemlich viel Luft nach unten, wenn man das jetzt so betrachtet. Da würde ich jetzt nicht einfach irgendwie einsteigen. Mit Korrekturleveln hätte man vielleicht hier arbeiten können. Eine Spekulation drauf. Aber ja, das wäre jetzt auch daneben gegangen. Man hat auch da wieder viel zu wenig Historie. Also da kann man einfach nichts mit arbeiten. Ja, also da erstmal abwarten, was hier passiert. Wenn das nochmal abprallt, wird er wahrscheinlich auch hier wieder abprallen. Nochmal runtergehen. Wir haben hier auch kein neues High gebildet. Das heißt, wir müssten wirklich vielleicht auch nochmal tiefer ziehen, um Käufe einzusammeln. Das sind so die Szenarien, die da passieren können. Die muss man beobachten. Und dann wird es vielleicht nochmal interessant. Auch wenn wir hier nochmal vielleicht ja, dann so eine Bewegung sehen, dass wir hier. Zweite Möglichkeit. Wenn wir hier ein W sehen, also eine Trendwendeformation, die dann hier die Bewegung jetzt erstmal wieder anläuft, also bullisch, dann könnte man hier eventuell, sorry, eventuell auch nochmal hier diese Korrektur mitnehmen. Dann hat man hier wenigstens eine W-Formation, die eventuell dafür den ja, für den Trendwendepunkt sorgen könnte, dann mit dem Rebound auf den Widerstand und dann eventuell hier diese Trendwende schaffen, aber das, nee, also wäre jetzt nichts für mich, aber das kann ich jetzt dazu sagen, aber das ist eigentlich kein Kurs, den ich jetzt mir näher betrachten würde. Jingling Motors, der letzte Wert, dann schauen wir hier noch drauf. Wir haben da folgende Bewegung gesehen. Also, das ist schon mal ein bisschen mehr Historie. Das ist schon mal gut. Also, wir können hier den Widerstand einzeichnen oder die Zone auf jeden Fall. Wir haben hier unten auch noch mal eine Zone, die eventuell noch mal als Unterstützung dienen könnte. Aber ich denke mal, hier ist auch schon das Korrekturlevel. Ja, also das wäre natürlich ein schönes Szenario gewesen oder auch jetzt aktuell ist es noch okay. Wir haben hier die ausgeprägte Korrekturzone mit dem entsprechenden Widerstand. Von daher kann man den als Unterstützung hier nutzen in dem Bereich. Und ja. Wir haben auch hier einen, sag ich mal, fürs erste intakten Aufwärtstrend. Wir haben hier, sehen wir immer wieder, muss ich hier machen, ein neues High. Das haben wir hier nochmal geschafft. Jetzt die übergeordnete Korrektur. Also von daher, so gesehen, ist das schon mal auf jeden Fall eine bessere Ausgangslage als jetzt zuletzt die anderen Werte. Hier können wir auch mal ja, ein übergeordnetes Ziellevel legen. Wir haben eine Unterstützungszone, die hier uns eventuell ja, für einen nächsten Impuls pushen könnte. Das heißt, das sieht auf jeden Fall besser aus. Wir haben, wer hier die Möglichkeit sieht, dass hier diese, ich glaube, das sind Nutzfahrzeuge. Ja, eine Zukunft haben in dem Bereich, dann kann man das bestimmt hier auch schön machen, wenn man das jetzt hier mal bei 18 Cent, 18 Cent, dann sind wir irgendwo in dem Bereich hier. Das ist auf jeden Fall
ist auf jeden Fall eine schöne Ausgangslage. Ja, kann man sich näher betrachten. Wenn eine Reaktion hier auch kommt, können wir hier auch dann das untergeordnete Ziellevel definieren. Das ist bestimmt irgendwo in dem Bereich. Das macht dann auf jeden Fall mehr Sinn. Also wenn wir das jetzt hier mal anschauen, wenn wir die Korrektur, die wir aktuell sehen, dann sind wir hier direkt im Ziellevel, so wie ich es hier eingezeichnet habe. Ja, dann macht es auf jeden Fall mehr Sinn, hier eventuell sich das genauer anzuschauen. Charttechnisch würde es passen, zumindest jetzt aus der ersten Bewegung, die wir hier so gesehen haben, die sich hier aufgebaut haben. Von daher passt es. Wir können auch hier mal gerne noch drauf schauen. Hier hatten wir dasselbe Szenario gesehen, um das Ganze noch ein bisschen fundamentaler zu gestalten. Also wir hatten das Ganze schon mal gesehen, so eine Aufwärtsbewegung, die auch gut funktioniert hat. Das ist, ja, das zeigt, dass das System hier auch wieder Fuß gefasst hat. Die Korrekturlevel respektiert werden. Wir haben ein ausstehendes Ziellevel noch hier oben von der ersten Bewegung. Aber das ist jetzt nicht mehr so ganz relevant, weil wir jetzt einfach eine übergeordnete Bewegung jetzt neu aufgestellt haben. Das heißt, das ist ja nochmal aussagekräftiger als die erste hier. Man sieht es ja auch, es ist eine viel größere Korrektur als das hier. Von daher, aber die Level hier überschneiden sich und wenn man das jetzt hier mit diesem Szenario hier in dem Bereich risikofrei dann macht, dann wäre das ja ein schönes Invest. Zumindest bei dem Kurs auch kann man ein paar Stück einsammeln und vielleicht hat das dann in Zukunft eine gewisse preisliche Entwicklung, die dann auch für den entsprechenden Return dann sorgt. Aber ja, das wären so die Möglichkeiten, die sich hier auftun. Das soll es auch schon gewesen sein. Wir sind auch schon wieder bei unglaublichen 22 Minuten. Die nächsten Analysen werden jetzt wieder ein paar Updates sein. Es ist auch wieder schöne Sachen sind eingetreten, unter anderem bei Xiaomi und so weiter. Schauen wir uns gerne an, können wir auch das Update machen. Ansonsten jetzt schon direkt in der Telegram-Gruppe, falls da Bedarf ist, sind die Updates auch schon drin. Und ansonsten ja, freue ich mich auf morgen und dann schauen wir, wie es weitergeht und was wir da interessante Kursverläufe finden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.